Ach, wie schön, die Sonne kommt wieder raus. Mann, 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 alles noch ganz nass hier. Ich bin gerade auf Hasenjagd. Und mal wieder auf Hasenjagd. Es ist Osterzeit, es ist Hasenzeit. Und diesmal bin ich hier auf der amerikanischen Map unterwegs. Hier ist sie, Layton Lake District. Ich bin hier im unteren Bereich. Gucken wir mal, was da so geht. Ja, die Sonne kommt raus und wir sind halt, wie gesagt, auf Hasenjagd hier. Und in dem Bereich habe ich zumindest gerade schon mal so ein bisschen dieses drohende Klopfen gehört. Ich habe ja hier gerade einen Schwarzwedelweibchen erschossen. Und dann halten wir mal die Ohren offen. Wie gesagt, ich bin heute unterwegs mit dem. Da ist doch schon was. Mit dem Drilling und Vogelschrot. Gehen wir mal hier auf den Stein. Hier hoppelt doch überall schon was. Da, da, da. Da, 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 da. Da waren Ohren zu sehen. Alter, die hoppeln hier doch schon rum. Da, 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 da. 39, 30 Meter. Und noch einer. Oh mein Gott. Karabiner? Drilling. Moment. Bessere Situation abwarten, wenn zwei Stück jetzt übereinander sind. Bam! Da kriege ich einen Doppelkill hin. Ohoho! Okay. Okay. Das war mit. Das war. Das war mit einem dicken Kaliber. Ich wechsle. Ups. Ich wechsle mal aufs Schrot. Aber hat gesessen. Hat gesessen. Hat keiner mitgekriegt. Alter! Mit. Eieiei, der arme Hase, Alter. Wo ist er, der Hase? Da liegt er. Oh mein Gott. Ei, ei, ei. Och! Und dann so knapp das Bein weggeschossen. Immerhin, also ethisch war das nichts. Okay, das zählt nicht. Das zählt nicht. PSG 9,3. Okay, mit dem Kaliber ballern wir jetzt natürlich nicht weiter auf Hasen. Alter. Der arme Hase. Hasen! Hasen, 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 Hasen! Oh mein Gott! 300 Meter Challenge. Oh mein Gott! Wieder nichts. Oh, ich muss das doch irgendwann mal hinkriegen. Ich kann die nicht markieren, aber ob ich die sehe, wenn ich da oben bin? Ich teste es. Ich muss diese 300 Meter Challenge noch hinkriegen. Da wäre noch einer. Oh ja. Da ist immer noch einer. 250, 220. Oh Mann, ey. 250. Ich komme da einfach nicht hin, ey. Bleibt mir einfach verwehrt, diese 300 Meter Challenge. Hase. Okay, ich habe mich näher rangepirscht. Es gab einfach keine Möglichkeit, 300 Meter Abstand zu kommen. Schwarzwedel. Oh.
Den nehmen wir mit. Hase! Oh, da vorne geht es weiter. Drohendes Klopfen. Irgendwann werde ich auch diese 300 Meter Challenge noch hinkriegen. Und es hoppelt. Und es hoppelt hier was. Der Wind steht gerade ganz günstig, das passt. Da. Ach, wie schön. 22 Meter. Aber hier ist doch noch irgendwo einer. Dahinter. Ja, sehr gut. Und da ist auch noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Ach ja. Die Hasenplage. Dann gucken wir doch mal, dass sie sich so ein bisschen hier auf den Haufen setzen. Oh, das ist aber jetzt schon sehr dreist hier. Ach du Schande. Was soll ich denn machen? Rennt mir da ein Reh rein? Alter! Yeah! Dat Ballermann, Alter! Nee! Doch! Next! Noch einer! Die Wollywart! Oh, wie es dampft! Der Sound! Hat ein Ballermann. Der Drilling ist so gut. So gut. Das arme Reh. Hat's voll gekriegt, ey. Na? Da. Und noch einer. Next. Vom Sound so gut verfolgen kann, ne? Yeah. Okay. Das war nicht so schlecht. Da ist noch einer. Oder noch zwei. Wie angenehm. Und das sind alles
Points für die Flinte, ne? Das müssten Flinten-Points sein. Gucken wir mal. Och, da vorne liegt das Reh. Das hat aber auch mitgekriegt, ey. Mahlzeit. Sehr gut. Trophäe bestätigen. Silberwertung 400. 31 Gold. Sehr gut. Ausstopfen. Mitnehmen. Next. Guten Tag. Guten Tag. Und da geht noch was. Alles klar. Das war ergiebig. Sammeln wir mal ein. Ei, ei, ei. Zack, Halswirbel mit dem Drilling. Kaliber 16 Vogelschrot. Ausstopfen. Silberwertung. Jawohl. Next. Goldwertung. Überall getroffen. Eieiei. Er hat sie hart gekriegt. Ausstopfen. Next. Ausstopfen. Next. Ausstopfen. Und der nächste. Und hier im Wasser lag auch noch einer. Auch wieder die Silberwertung. Und ich glaube, das war für die Area hier der letzte Hase. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinns-Area. Richtig lohnenswert. So, und da sind wir auch schon hier in der Rammlerhütte. Die ganzen Hasen hier, alle aus dem letzten Video aus der afrikanischen Jagd auf den Osterhasen. Machen wir nochmal ein graues hier dran. Zack. Fehlt noch irgendwo was? Da haben wir auf jeden Fall nochmal eine Goldwertung. Zack. Können wir die auch noch ein wenig verändern. Die Position. Klassisch für so ein Wappen, ne? Von einer Körperhaltung. Das lasse ich einfach mal so. Auch von der Beleuchtung mit dem Spot da oben, da passt das richtig gut. Gott, das machen wir so. Den hier auch. Die beiden machen wir gestreckt. So, dass man mal auch die Größe so ein bisschen, dass man die auch besser sieht. Auch ein helleres. Ja, damit ist das Hasenzimmer ausgestattet.
komplett mit Hasen. Perfekt. Ja, ihr Lieben, das war's mit den Hasen. Der Raum ist fertig, ausgiebig Hasen gejagt zu Ostern. Und es geht dann demnächst natürlich weiter in Hirschfelden. Da werden sämtliche Tiere erst einmal gejagt und verschiedenste Trophäen gesucht. Und ich freue mich dann schon aufs nächste Video. Bis dahin, lasst noch einen Daumen da, ein Abo da und gerne auch noch weitere Challenges, was ich als nächstes jagen soll. Vorzugsweise natürlich zunächst in Hirschfelden. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.